Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Putzvlog. Ich nehme euch heute mit beim Kinderzimmerputzen. Ich stehe jetzt hier in Lara und Luisas Zimmer. Das wird mal ordentlich aufgeräumt, hat es bitte nötig, wie ihr seht. Und danach werden wir auch runter in den Untergeschoss gehen, wo Michelle und Patrick schlafen. Heute ist mal Kinderzimmerputzen angesagt. Das bedeutet, ich nehme euch mit, Betten abziehen, Betten absaugen, abstauben, dies, das und so weiter. Also ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß mit dem Video und ich würde mal sagen, ich lege gleich los und laber nicht zu viel, weil es dauert sicher bestimmt den ganzen Tag. Und bevor ich aber anfange, werde ich mir aber noch meine Haare aus dem Gesicht machen, damit ich besser putzen kann. Also, let's go! Vor dem Putzen ist natürlich Spielzeug aufräumen angesagt. Die ganzen kleinen Teile aufheben, die so herumliegen, überall vergessen wurden, Kuscheltiere mal wegmachen und ja, fangen wir an. Unter dem Bett habe ich nochmal, ja, was soll ich sagen, Spielzeug für 20 Kinder gefunden, scheinbar. Und Snack-Utensilien, alles klar. Hä, noch so ein Puppet? Ich habe gerade eins weggeräumt. Ich habe jetzt alle Spielsachen verräumt, die ich verräumen konnte. Für das habe ich leider keinen Platz, genauso wie auch für die Babyborn-Sachen. Und auch die Schule hat leider keinen Platz. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal unter dem Bett den Robby losschicken, damit der schön sauber macht, während ich hier abstauben werde. Der Sackroboter ist fertig und jetzt ist da unten auch wieder sauber. Und deswegen werde ich diese Sachen auch wieder zurückschieben. Jetzt sind die Betten dran. Bettwäsche abziehen, absaugen, die Matratzen und dann neu beziehen. I can't stay. No, I always gotta go. Playing how
to stay home with my soul on the road. I can't stay. No, I always gotta go. Wie ihr gesehen habt, haben wir jetzt die Matratze von oben runtergetan, damit ich sie hier einfach besser saugen kann. Und ja, werde jetzt gleich loslegen. And let's keep spinning, let's keep playing these games that we don't want to finish. And I'm sorry if that sounds a bit bitter, but I am to the core. You want the whole damn thing, then you ask him for more. Seht ihr diesen ganzen grauen Schaum hier? Das ist alles hier Milbendreck und Milbenkot. Und das ist aber so ekelhaft, was in unseren Matratzen lebt einfach. Deswegen, OMG. Jetzt werde ich auf jeden Fall noch schnell die Betten beziehen. Ich brauche jetzt auf jeden Fall Bettwäsche für die Mädels. Die Kuscheltiere haben es sich schon gemütlich gemacht und jetzt muss ich hier noch einmal mit dem Hühler durchsaugen und den Spiegel muss ich natürlich auch von Fingerabdrücken befreien. Ich zeige euch nochmal das Wasser. Hier kann man richtig die ganzen ekelhaften Haare sehen, die da jetzt mittlerweile mit drin schwimmen. Richtig ekelhaft. Bah. Und fertig ist das Kinderzimmer. Das erste geputzt. Noch die Vorhänge schön ziehen. Und that's it. Spiegel wieder sauber. Teppich sauber. Spielküche sauber. Nächstes Kinderzimmer. Wir sind jetzt in Patricks Zimmer. Teenie-Zimmer. Für ein Teenie-Zimmer schaut es eigentlich gar nicht so schlimm aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da liegen ein paar Klamotten in seinem Wandschrank am Boden. Ist nicht so schlimm. Ich sage mal so, Büro schaut auch okay aus. Habe es auch schon mal in schlimmeren Phasen gesehen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja, der Müll ist irgendwie ständig am Überquellen. Das ist jetzt, glaube ich, so mit das Schlimmste. Der Patrick ist auch zu Hause und er wird mir brav helfen. Zumindest so ein bisschen beim Aufräumen und den Müll und so. Muss er machen. Na gut. Ist auch sowas, was gerne zugemüht wird. Es wird einmal jetzt sauber gemacht. Also einmal muss alles runter, Patrick, und dann mache ich es sauber und dann kannst du da alles raufschmeißen, so wie du es gerne hast. Macht jetzt seinen Schreibtisch wieder mit Müll zu. Nein, er tut jetzt die ganzen Bücher und sowas rauf, die er vor davor drauf hatte. Ich mache jetzt noch sein Nachtkästchen. Bett muss ich machen und dann muss ich eigentlich hier nur mal saugen und wischen. Und dann sind wir in diesem Raum eigentlich auch schon fertig. Der Patrick hat noch Weihnachten in seiner Schublade.
Merry Christmas. It's a happy Vor-Lockdown-Zeit. Also, es ist eine Erinnerungsschublade, oder? An die Not-Pandemic-Time. Was machen wir damit? Was machen wir mit den Kugeln? Wieso haben wir die nicht weggeräumt? Ich hab's vergessen. Was ist mit damit? Brauchst du das noch? Manchmal spiele ich, wenn ich in die Hose habe. Sauge, werde ich schnell den Roboter drüben einschalten, wo ich schon fertig bin, zum Wischen. Zimmer. Das Bett hat er schon brav bezogen, das hat er alleine gemacht und das Zimmer schaut wirklich wunderschön aus. Oh mein Gott, ich bin so happy. Ja, und ich zeige euch mal, wie das Wasser ausschaut. Das habe ich jetzt alles aus Patricks Zimmer rausgeholt. Bitte ist das ekelhaft. Das ist einfach so abartig. Ich meine, abgesehen natürlich von dem ganzen Müll da, Nerv und so, ist das Wasser einfach schwarz. Und so viele Fusseln und Haare und einfach nur ekelhaft. Aber es hat sich gelohnt. Schaut mal bitte, wie sauber es ist. Sauber. Und hier ist auch alles schön sauber und natürlich staubfrei. Und auch hier sauber und aufgeräumt. Das hat er gemacht, ganz brav, die Klamotten weggeräumt. Sehr schön. Hallo meine Lieben, wir haben mittlerweile den nächsten Tag. Michelle hat hinten eine leichte Panikattacke. Versucht jetzt kurz. Mein Zimmer ist ordentlich. Was ist? Sie hat ja schnell ihr Bett gemacht. Ja, wir sind jetzt nämlich im Michelles Zimmer, das natürlich auch, sag ich mal, sauber ausschaut. Naja, nicht wirklich. Aber ja, es muss man sagen. Teenie-Zimmer halt. Und hast du schon heute aufgeräumt? Nö, das war schon vorher so. Oh mein Gott, ja, wie auch immer, wir werden jetzt putzen. Ich habe ja gestern noch Partys Zimmer gemacht, aber ich bin leider, es war schon spät, wir waren so müde. Deswegen, heute geht es weiter hier mit Michelle. Wir machen uns ein System. Wir räumen mal auf, wir räumen den Tisch ab, wir räumen da alles raus, habe ich mit Patrick auch so gemacht, also, und dann Boden, dies, das. Ich muss mir alles rausräumen. Motivation ist da, wie man sehen kann, mein Lieben.
Seite des Zimmers ist schon mal fertig. Die Michelle hat ihr Bett bezogen, hat sie toll gemacht. Da sind noch so die ganzen Beauty-Produkte. Michelle ist schon müde. Die Beauty-Produkte, die sie noch verräumen möchte. Wir haben uns gedacht, sie hat ja hier schon ihre Beauty-Ecke, dass wir hier ein bisschen aufräumen und hier einfach ein bisschen System reinbringen. Weil sie hat so gemischt Schule mit Elektronik und was auch immer, alles Mögliche. Seht ihr diese ganzen Sachen hier, die waren alle da drin und die haben wir alle rausgeholt. Ist einfach alles nur noch mehr Müll und Sachen, die ja, sie nicht mehr braucht. Willst du das bitte zum Müll und Sachen in die Waschküche, also in den Waschraum, ja? Staubsaugerroboter werden wir natürlich hier auch wischen, schicken. Und Osmo Pro installiert. Sehr gut. Bitte begeben Sie sich zu Beginn in einen Bereich ohne Teppichboden. Wir sind fertig, auch Michelles Zimmer blitzt und ist sauber. Ich bin richtig fertig, ich habe jetzt noch richtig angegast und ich wollte euch auch hier das Wasser vom Hühler zeigen. Es ist so krass immer, schaut euch mal das an. Das ist einfach, ja, immer wieder faszinierend. Boah, guckt euch das an, guckt euch das an. Auch die ganzen Haare, die da drinnen schwimmen. Ich meine, ist ja nicht... es ist kein Wunder, ne? Bei 5 Hunden und nein, Michelle hat auch sehr lange Haare. Schau mal, Michelle. Oh mein Gott, eine Faust voll Haare. Richtig abartig. Ich gehe mal kurz Hände waschen. Ja, meine Lieben, und das war's auch mit diesem Putzvlog. Ich hoffe, der Putzvlog mit Spezialedition Kinderzimmer hat euch auch gefallen. Und ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen. Wir? Die Kinder haben ja brav mitgeholfen, die Großen.
Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder und vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.